So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play God of War. Jetzt kommen wir schnell zum Berg. Ich kann gar nicht glauben, dass ich hier bin und all das tue. Es gab eine Zeit, da dachte ich, ich käme nie aus unserem Wald raus. Oder manchmal sogar aus meinem Bett. Für deine Krankheit konntest du nichts. Oh, ich weiß. Ich wollte einfach nur sagen, das hier ist toll. Ja, ich finde das auch toll. Auf jeden Fall mal wieder eine gute Story. Von Sony. Da ist der Berg. Sieh mal, wie nah wir sind. Wir treiben ins Meerwasser. Tun wir das? Riechst du es nicht? Wenn dieser Geruch das Meer ist, dann stinkt es. Aber geh. Meerwasser ist gesund. Sieh doch mal. Das ist Thor. Thor, Gott des Donners. Genau. Du hast zugehört, wenn Mutter von Göttern sprach. Habe ich selten. Was ist mit einem, der keine Schmerzen fühlt? Oh, das klingt nach Baldur. Baldur. Ein Asengott, Sohn von Odin und Frigg. Und Odin ist der König. Das stimmt. Warum? Naja, gegen den haben wir gekämpft. Aber das brauchst du noch nicht wissen. Einfach durch da. Was ist da drinnen, ha? Ich kann Runen sehen, auf der Brust. Sie sind kaum zu erkennen. Und dann lies mal. Da steht: Opfert eure Waffen der Mitte des Wassers. Erweckt damit die Wiege der Welt. Also, Waffen ins Wasser werfen? Ist doch gar kein Problem für dich. Wirst du's tun? Die Axt kommt nicht zurück. Siehst du? Und da ist die Thor-Statue. Nur, dass jetzt mehr davon zu sehen ist. Das Wasser sank, als die Schlange auftauchte. Oh, deshalb gab es den Strand vorher nicht. Da! Und da ist der Berg. Sieh nur, das Gebäude führt vom Bergfuß bis zum Goldenen Tempel. War alles unter der Oberfläche. Bis auf die Statue. Zum Glück, hä? Hm? Und da ist sogar ein Dock. Da, neben der Flagge. Wir gehen zuerst zum Dock, oder? Wir sind die Ersten, die seit wer weiß wann darüber gehen. Kennst du diese Schlange? Sie gehört zu den Riesen und ist so groß, dass sie die ganze Welt umspannt und sich ins eigene Ende beißt. Etwas übertrieben. Ich weiß nicht. Sah verdammt groß aus. So, im Wasser kann man natürlich auch looten.
Die Weltenschlange. Schaut euch das riesen Ungetüm an. Wir sehen uns also ein bisschen. Natürlich schauen wir uns ein bisschen hier um. Also fortsetzen wollen, müssen wir hierher zurückkehren. Natürlich schauen wir uns ein bisschen hier um. Wir können hier, glaube ich, überall anlegen. Und das hier ist das Erste. So, hier gibt's mal was. Und das war's auch schon wieder. Moment. Hier können wir nicht interagieren, dass wir den... Wieso kann ich den nicht runterholen? Oh ja, runterholen gesagt. Nein, eigentlich sollte man da etwas bewegen können, damit der Lift von da oben runterkommt. Vielleicht ist er auf der anderen Seite. Nein, scheint nicht so. Na, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man da irgendwie rauf. Vielleicht aber auch später. Es kann sein, dass ich mich irre, aber wir können da unten durch. Können wir das? Oh, schaut gut aus. Hexenhöhle. Von da sind wir gekommen, oder? Ich glaube, von hier sind wir gekommen. Das heißt, wir können da einfach umdrehen. So, See der Neuen. Ja, ja, ja. Das wissen wir eh. Wir schauen uns hier ein bisschen um, bevor wir mit der Story weitermachen. Mal schauen, ob wir hier irgendwas looten können. Also hier geht's zumindest einmal nicht drauf. Das heißt, wir schwimmen oder fahren halt mal darüber. Wir können auch Boten dazu sagen. Chef Broch. Ja. Ich meine, warum ist das passiert? Da sehe ich was. Boten ist auf jeden Fall gut. Sie ist wirklich groß. Boten ist lustig. So. Alles einsammeln da. Kann auch sein, dass ich mit der Story weiter muss. Hast nichts gekriegt? Oh ja. Hier können wir auch rauf. Moment. Ich schaue mich überall um. Ich möchte so viel Loot wie möglich mitnehmen da. Hier gibt's noch was. Jetzt drehen wir wieder um. Booten mal darüber. Hier können wir nirgendwo anlegen. Da hinten vielleicht. Da hinten ist nämlich noch eine Fahne. Keine Ahnung. Schauen wir uns einfach mal an, würde ich sagen. Karte aktualisiert. Okay. Geht's mal da raus. Hey, sieh mal. Eine Fackel. Eine Fackel ist aus Holz. Das nennt man Feuerschale. Eine Feuerschale. Oh, ein Krebs? Darauf steht etwas geschrieben. Soll ich vorlesen? Auf jeden Fall. Quake. Alter, was geht jetzt ab? Okay, der ist weg. Der hat sogar was fallen lassen. Ja, das wollte ich nicht. Keine Ahnung, was das da ist. Oh, der explodiert. Okay. Das ist für mich neues... Ja, neue Welt. Die sind violett. Die sind violett. Aktivier mal. Aufpassen, aufpassen. So, schieß mal auf das Scheißviech da. So. Gut gekämpft, ihr zwei. Hä? Was ist das denn? Was ist das? Er spricht mit uns. Und er hört euch auf. Nicht so schüchtern. Ja, warte, ich komm gleich. Zuerst möchte ich da ein bisschen was einsammeln. Zum Beispiel das hier. Kann man noch irgendwas kaputt machen? Ich komm gleich, ich komm gleich. Das sind Nebenquests. Also, ich habe das Spiel ja schon durchgespielt, ja. Aber das habe ich nicht gewusst. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mir nicht alles angeschaut. Ich habe eigentlich nur die Story durchgemacht. Ich habe ein paar Nebenmissionen gemacht, wo man Drachen befreien hat müssen. Oh, Entschuldigung, das war ein Spoiler von mir jetzt.
Aber das habe ich nicht gewusst. Bist du tot? Du bist sehr scharfsinnig und kühl. Seid vorsichtig, wenn er die Feuerschalen entzündet. Sedel und Hellläufer werden von den Flammen wie Motten angezogen. Ihr habt uns bestimmt aus unserem wässrigen Grab befreit. Danke. Uns? Andere Geister. Der See der Neuen ist voll von ihnen. Die meisten davon können diese Welt verlassen, aber einige wenige stecken in Midgard fest, bis unsere Angelegenheiten geklärt sind. Vielleicht könnt ihr ihnen auch helfen? Wir haben nicht den Wunsch, dir zu helfen, Geist. Aber das habt ihr bereits. Ich wollte nur noch mal den Himmel sehen. Lebt wohl! Mein Equipment dafür, das ist ja gut. Ein Kriegergriff, gewöhnlicher Axtknauf. Erhöht Stärke, Abwehr, Glück. Er ist verschwunden. Komm. Im Menü anzeigen, kann ich den gleich reinhauen? So, den haben wir ja Equipment. Das heißt, den können wir ja gar nicht mehr raufschrauben, also verbessern. Mit den kann ich den jetzt schon? Tatsächlich. Den können wir verbessern. Also reinhauen, meine ich. Ja, ja. Ein bisschen geht's halt drauf, aber ja. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Geister befreit. Einen von vier. Okay. Das ist jetzt da unsere Karte. Durch den Kompass haben wir den gekriegt. Also hier gibt's einen. Das ist die Hauptmission. Hier gibt's einen. Wie kann ich das markieren? Kann ich nicht einfach eine Wegmarkierung machen? Aber wartet mal. Zum Kompass hinzufügen, zum Tagebuch. Okay. Jetzt sehen wir das, wo wir da lang müssen. Wir schauen uns hier natürlich um. Wir sollten wohl nach weiteren Geistern Ausschau halten. Was habe ich dir über Ablenkungen gesagt? Aber sie brauchen offenbar Hilfe. Das sind Geister, Junge. Tote Dinge. Sie haben keine Bedürfnisse. Nur Forderungen. Aber ich möchte sie nicht ignorieren. Du wirst darüber hinwegkommen. Mutter hätte ihnen bestimmt geholfen. Wie war das, Junge? Gar nichts. Auch besser so. Ja, ja, ja. So, hier können wir nochmal anlegen. Hier müssen wir eh hin zum nächsten Geist. Vielleicht, ich weiß nicht. Schauen wir mal. Geil! Na geil! Ich habe etwas herausgefunden, was ich noch nicht gemacht habe. So, hier können wir nicht weiter. Vielleicht ist da das Wasser zu hoch. Es kann auch sein, dass ich nicht alles machen kann. Komm mal mit. Aber ich gebe mein Bestes. Hey, noch eine Feuerschale. Du möchtest sie bestimmt entzünden. Darf ich? Sicher, mach nur. Ich hoffe, dass die Gegner nicht allzu schwer werden. Nämlich die anderen, die waren schon violett. Das war schon violett. Das heißt, es ist schon in epischen Rang. Okay. Dafür brauchen wir aber allerdings was anderes anscheinend. Vielleicht kriegen wir noch eine andere Waffe. Ich weiß es ja. Junge. Mach mal. Hierher. Ja, Vater. Mach mal. Quake hier. Und ab geht's. Okay. Weg, weg. Okay. Da hinten ist noch einer. Wie war das? Du bist noch nicht effizient. Ich glaube es nicht. Seid ihr beide lebendig? Noch ein Geist. Ja, noch ein Geist. Ja, noch ein Geist. Na gut, den Rage-Modus nehmen wir uns mal mit. Vielleicht wird das ja schwieriger, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen, aber mit denen reden wir jetzt natürlich auch. Servus, grüß dich. Also, entschuldige. Hallo.
Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal etwas auf den Inseln gesehen habe, das nicht tot oder verdorben war. Wie meinst du das? Die Verwüstung, Kind. Sie sucht dieses Land heim und wird mit jedem Winter schlimmer. Kennst du ihre Ursache? Ich vermute, es hat mit dem Erscheinen der Weltenschlange zu tun. Zusammen mit der anschließenden großen Flut. Viele ertranken. Ich selbst auch. Kurz darauf erschienen die Toten. Brauchst du irgendwas von uns? Junge. Ich wollte nur wieder mit jemandem reden. Ein Wunsch, den du erfüllt hast. Danke. Verdorbene Überreste. Mystischer Überreste. Was? Einer im Meer verdorbenen Seele. Damit kann der vielseitige Kriegsgriff verbessert werden. Der Krieger. Was? Der Kriegergriff. Okay. Keine Ahnung. Vielleicht für Brock? Kann schon möglich sein. Auf jeden Fall war's das hier. Kann ich mich hier abseilen? Ich glaube, das geht nicht, oder? Abseilen geht hier nicht. Gut. Dann suchen wir gleich. Das neue, das ist das hier. Ist das auch wieder so ein offene Angelegenheit, die Insel der Seelen. Aber da komme ich da vielleicht daher, ich weiß es nicht. Was ist das? Ein Kompass. Niflheimturm. Okay, was haben wir hier? Keine Ahnung. Hier hinten haben wir noch was. Nein, du sollst das markieren. Wieso kann ich das nicht markieren? Aktive zum Tagebuch. Zoom, Optionen. Ich habe keine Ahnung. Moment, ich gehe nochmal da zurück. Wo geht's da hin? Da? Schade, dass du nicht runterspringst. Gratis, aber macht ja nichts. Schauen wir, dass wir mal diesen vier... Junge, was habe ich dir über das Hilfeleisten gesagt? Lass es. Korrekt. Aber könnten wir das nicht... ist keine Diskussion. Lerne dich zu konzentrieren. Unsere Reise muss deine einzige Sorge sein. Aber was ist, wenn sie uns helfen können? Der eine schien etwas über den See zu wissen. Und wie hilft uns das bei unserem Ziel? Wissen wir erst, wenn wir fragen. Kann ich da irgendwo rauf? Ich schätze mal, dass die Weltenschlange noch weiter rausgeht aus dem Wasser. Nehme ich mal stark an. Sicher bin ich mir natürlich nicht. Aber wir können auch hier rauf. Auf jeden Fall. So, ab geht's. Welches Level habt ihr? E2. Weg mit dir, Alter. Oh, der haltet viel aus. Weg, 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 weg. Da ist nicht Ruhe, okay. Ja, ich drücke eigentlich auf Blocken, so wie jetzt. Ja, das war schlecht. Oh, sehr gut. Dankeschön. Alles mitnehmen, Kratos. Heil dich wieder rauf. So. Und was? Die Feuerschale? Wenn es sein muss. Ja, mach mal gleich. Ich will mich nur umschauen hier. Nur umschauen. Aha. Ey. Du das jetzt nicht aktivieren, wenn ich da nicht in der Nähe bin, ja? Atreus, komm her. Komme schon. Okay, das ist schwer. Okay. Das sollte man vielleicht... Also hier. Ein bisschen weiter rauf. Jetzt. Schade. Nein. Nein, du sollst schon... Ah. Und wo geht's jetzt hin? Ah.
Ganz unten, und zwar jetzt. Passt, ganz oben nochmal. Na, schade! Es ist schwer. Ah, es war zu hoch. Ganz unten. Jawohl, geschafft. Okay, passt. Ab geht's. Mach mal auf. Oh, noch ein Apfel. Sehr gut. Obwohl mir ein Horn jetzt langsam lieber wäre. Die Feuerschale machen wir gleich. Keine Panik. Ich will mich nur hier umschauen. Okay, hier kommen wir nicht lang. Da oben ist noch eine Truhe. Da ist noch was. Sehr gut. Hey, könnte kosten. Oh ja, das könnte auf jeden Fall kostbar sein. So, die Truhe machst du auf, Junge. Danke. Hey, ein Sprachschiff ist hier. Wir sollten weitersuchen. Auf jeden Fall. Aber das war's. Eins von vier. Die Welten des Feuers. Okay, Moment, ich schau mal ganz kurz, warum, also das sind die Docks, die, wo ich anlegen kann, aber die ich noch nicht entdeckt habe, aber das kann ich nicht aktivieren. Okay, aber es sind Nebenmissionen, ich verstehe. Junge. Ja. Na komm, lies schnell, dann können wir noch zum letzten darunter auch noch fahren. Quake hier. Na, wo sind die Feinde? Da kommen sie. Ja, das war knapp. Danke, dass du es gesagt hast. Anscheinend. Das heißt, wir geben die Axt weg. Und schlagen wir mal so hin, würde ich sagen. So machen wir wenigstens ein bisschen Schaden. Und den brechen wir jetzt gleich mal das Knack. Und gute Nacht. So. Genau so wird's dir. Nein, ich wollte gar nicht drücken. Gut. Gut gemacht, Jungs. Dass ich so etwas noch mal miterleben durfte. Moment, ich bin gleich bei dir. Ich sammle da nur alles ein. Und ab geht's. Servus, grüß dich. Was willst du? Euch danken. Diese toten Häscher haben mich vor vielen Wintern ertränkt. Ich wollte sehen, wie sie ihre Strafe bekommen. Du bist nach der Überschwemmung gestorben? Das bin ich. Ich kam zum See der Neun, um Thiels Tempel zu plündern. Doch ich unterschätzte die Schwere der Verwüstung. Hast du noch andere Männer gesehen? Lebende? Einen bärtigen mit Tätowierungen? Nur den, der gerade vor mir steht. Danke, dass ihr meinen Tod gerecht habt. Nutzlos. Naja, wir können nicht erwarten, dass alle etwas Nützliches wissen. Ja, da hat der kleine Junge recht. Aber wir haben zumindest das hier da hinten gekriegt. Und alles, was da oben ist, haben wir auch gekriegt, ja? Leiwand! Geht schon. Vielleicht hat der nächste mehr Informationen. Erwarte niemals zu viel, Junge. Geister sind selten hilfreich. Wieso existieren sie? Der Schnitt, mit dem man ein Leben beendet, ist nicht immer ein sauberer. Hast du andere Geister getroffen? Ja, viele. Wie waren sie so? Lästig. Ja, ja. So, da liegt was. Ich suche nach neuen Docks. Vielleicht muss man ja nur in die Nähe kommen, ich weiß es nicht. Und dann wird es mir schon automatisch angezeigt. Zumindest müssen wir, ja eh, da runter halt. Das da unten sollte dann der letzte Geist sein. Hier ist auch noch was. Sehr geil. Alter, looten, endlich. Leiwand. So, aber da wollen wir glaube ich noch nicht drauf. Keine Ahnung, wir können uns einmal anschauen.
was das da ist. Okay. Was ist das hier? Karte aktualisiert. Was ist das? Quakia! Tja, war ein Versuch. Da liegt was. Alter Mann an Bord, okay. Da unten ist auch ein Schiff. Ich will jetzt ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was das... Die kann ich auch nicht lesen, aber sie sind anders als die anderen. Achso, das kannst du noch nicht lesen, okay. Boah! Alter, was geht denn ab? Ja, genau! Okay, da werde ich sterben. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Nicht mit der Lebensenergie. Mit Rage wird's gehen. Aufpassen. Ja, das war klar. Nein, lass mich hier nicht allein. Das war klar. Aber die sind auch Level 4 gewesen und ich bin Level 1. Uiuiuiui. Okay. Ich habe natürlich gewusst, was es ist. Es sind Weltenrisse. Da kann man halt Herausforderungen herausziehen. Ja. Manche schafft man, manche nicht. Für manche muss man sich halt aufleveln, so wie für das hier. Also, das funktioniert noch nicht. Ich hab's natürlich gewusst, ich wollte es nur mal zeigen. So, wir gehen hier wieder runter und schwimmen einfach weiter. Wir booten einfach weiter. Auf geht's, wir booten. Wir wollen da nach hinten. 27 Minuten haben wir. Den letzten Geist befreien wir auch noch. Ich hoffe, dass ich da halt irgendwie etwas finde, wo ich anlegen kann. Okay, das ist nur die andere Seite, das ist wurscht. Wow, was für ein gigantischer Wasserfall. Hast du da? Du kannst nicht da anlegen, Kratos. Wieso kannst du da nicht anlegen? Wo bin ich denn? Oh ja, er kann da oben anlegen, aber das will... Nein, da wollen wir ja nicht hin. So, wo sind wir jetzt? Wir müssen da runter. Und rundum und um. Also das Tor geht auch auf, nehme ich mal stark an. Das heißt, der Wasserspiegel wird noch weiter sinken hier. Ich will aber jetzt... Ja, jetzt sind wir richtig. Ja, darunter glaube ich. Und da jetzt irgendwo links. Genau, hier. Kann das sein? Ja, schaut gut aus. Da nach hinten. Hier durch? Geht das? Ja, das geht. So, und hier ist die letzte Feuerstelle. Die machen wir gleich. Einfach mal alles da kaputt machen. Heilen brauchen wir uns nicht, das ist gut. Ansonsten gibt's hier nichts. Ernsthaft? Weg mit euch da. Also hier sind wir, hier haben wir angelegt. Hier geht's... Nein. Bitte lebendig. Wie gesagt, das habe ich wirklich noch nicht gemacht. Da kenne ich mich nicht aus. Hier kann ich auch nicht rauf. Okay. Atreus kann aber rauf. Er kann mir die Kette runterwerfen. Oder ich muss von der anderen Seite kommen. Okay. Schauen wir uns einmal das an. Junge. Jawohl. Aktivier das einmal da. Ich bin gespannt, ob der Riese da jetzt erwacht. Nein. Genau, auf die muss man mit dem Bogen draufhauen zuerst, wie man das sieht.
Ja, ich muss ihn zuerst mal finden. Ja, du bist auch gut. Oh. Alter! Nein, noch nicht. Alter, bitte, was geht denn jetzt ab? Triff das Scheißviech, das haltet eh nichts aus. Einfach da durch? Ja, 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 ich weiß eh. Danke. Alter, der Typ heilt sich. Okay. Alter, töte das Scheißviech. So, einer ist mal weg. Du auch gleich. Sehr gut. So, und jetzt konzentrieren wir uns auf den da. Alles cool. Den machen wir jetzt noch in den Part. Ab geht's. So, und jetzt gib ihn. Nicht wieder heilen. Nicht wieder heilen. Nicht heilen. Er heilt sich vollkommen auf. Gut, ich habe ihn gestaggert. Jawohl, jawohl. Ihr, ich muss mit euch sprechen. Ja, ich komme, ich eile, ich fliege. Noch ein Geist, der etwas von uns will. Wie überraschend. Und bitte. Was ist los? Ich kam mit einer Gruppe Händler an diesen See. Wir suchten Schutz vor der Verwüstung. Doch konnten wir wissen, dass es am See der Neuen noch schlimmer war? Wir können deine Fehler nicht ungeschehen machen. Das weiß ich. Aber ich fürchte um Kapitän und Mannschaft. Ich glaube, sie sind noch unter Wasser. Sucht ihr sie für mich? Gibt es etwas, das du uns im Gegenzug anbieten kannst? Ich kann nur wenig bieten. Oh, na, ich weiß nicht. Wartet! Bei meinem Tod trug ich ein wertvolles Erbstück. Es gehört euch, wenn ihr meine Leute findet. Gut. Danke. Dazu. Somit haben wir das auch fertig. Warum haben du und Mutter nie von der Verwüstung erzählt? Ich spreche nicht für deine Mutter. Aber sie war nie meine Sorge. Und deine auch nicht. Ist es nicht unsere Sorge, wenn alles um uns herum stirbt? Der Gipfel ist unsere einzige Sorge. Ach ja? Wieso erkunden wir dann all diese Inseln? Ressourcen, die wir finden, verbessern unsere Ausrüstung. Wenn wir vom Weg abweichen, dann nur, um uns auf die bevorstehende Reise vorzubereiten. Gut, wenn das bedeutet, dass wir uns weiter umsehen und anderen helfen. Haben wir's? Ich glaube, wir haben's, oder? Ich habe doch das große Viech da wird. Lebendig. Aber Gott sei Dank nicht. Gut, dann würde ich den Part hier beenden. Was Blaues haben wir jetzt eh nicht mehr. Was ist das hier jetzt schon wieder? Kampf. Achso, das ist das da. Das ist dieser Weltenriss. Okay, das wird mir auch markiert. Das ist gut. Gut, im nächsten Part würde ich mal vorschlagen, wir machen Hauptstory weiter. Jetzt haben wir mal hier diesen See gesehen mit der Weltenschlange. Wo ist der Kopf? Wird der auch irgendwo angezeigt? Ich habe keine Ahnung. Da oben? Nein? Dann weiß ich es nicht. Aber hier ist zumindest noch versperrt. Das heißt, wir kommen da noch nach hinten. Was wir jetzt wollen, ist einmal da rein. Ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.